Hallo und willkommen zu einem neuen Video über einfache Schaltkreise, einfache Stromkreise. Jetzt wissen wir einiges, wie man was berechnet und so weiter. Jetzt kümmern wir uns mal um spezielle Schaltungen. Eine dieser speziellen Schaltungen habe ich hier mal aufgebaut. Ja, schaut nicht sehr spektakulär aus, muss ich schon sagen. Zwei Widerstände in Serie geschaltet. Okay. Ein Widerstand, zweiter Widerstand und wir haben da oben Plus und da unten haben wir 0. Ja. Jetzt schauen wir mal, wie viel Volt haben wir hier anliegen. Ja. Messen wir das einmal. 11 Volt. Ja. 11 Volt. Und auch wenn wir hier messen natürlich, zwischen dem Punkt und dem Punkt, messen wir unsere 11 Volt, 10,9. 10,99. 11 Volt. Jetzt haben wir hier gegenüber hier ein Potenzial von 11 Volt. Und hier dazwischen haben wir auch ein Potenzial dazwischen. Wenn ich hier eine vor und hier messe, ja, haben wir da 10 Volt. Ja. Wie viel fehlen uns nun auf die 11 Volt? Na, genau eines. Und wenn ich hier messe, habe ich 1 Volt. Ja. Diese beiden Widerstände teilen also die zur Verfügung gestellte Spannung auf. Ich stelle 11 Volt Potentialdifferenz Spannung zur Verfügung. Diese 11 Volt teilen sich auf die zwei Widerstände auf. Okay. Jetzt müssen wir nur herausfinden, wie. Ja, gemessen haben wir es jetzt. Da sind 10 Volt, da ist 1 Volt. Ja, und ich kann sagen, das hier ist ein 1 Kiloohm, ein 1000 Ohm und das ist ein 10 Kiloohm, ein 10.000 Ohm Widerstand. Okay? Wir probieren jetzt diese Schaltung mal zu berechnen und schauen, ob wir auf die gleichen Werte kommen. Ja? Das machen wir jetzt. Also das erste, was wir machen, ist wieder, ich habe das jetzt mal aufgezeichnet, das ist unser Spannungsteiler, wir haben hier unsere 11 Volt. Hier haben wir was gemessen, 10 Volt und hier haben wir 1 Volt gemessen. Ja. Ich habe da nur so eine Stange rausgezeichnet, da hängt aber nichts dran. Diese Ringel, das sind wie gesagt nur Klemmen. Das erste, was wir machen, ist, wir zeichnen uns alle möglichen Größen ein. Ja. Also hier haben wir ein U1, hier haben wir ein U2, ja. Dann haben wir hier ein I1. Hier haben wir ein I2. Ja. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Wir machen die Knotenregel in diesem Punkt hier. Ja. Knotenregel. Da haben wir ja, da rinnt kein Strom nach draußen. Okay? Da rinnt kein Strom nach draußen. Das heißt, die Knotenregel, alle zuströmenden Ströme sind gleich alle Abströmen. I1 ist gleich I2. Warst. Ja. Sagen wir das einmal. Ja. Haben wir das einmal ausgerechnet? I1 ist gleich I2. Wir haben es hier, ja, hoffentlich wird das gesehen, mit einer Serienschaltung zu tun. Das heißt, wir können diese Schaltung hier ersetzen durch sowas. Durch ein R. Ja. Das eine R ist R1 plus R2 und das sind also 1000 Ohm plus 10.000 Ohm sind also 11.000 Ohm. Okay. Die Spannung, die da dran liegt, ist nach wie vor 0, sind nach wie vor 11 Volt. Ja. So, und jetzt können wir ja ausrechnen den Strom. Ja. Da ist unser I. Okay. Das habe ich einfach, I1 ist gleich I2 ist gleich I. Ja. Das ist die Knotenregel gewesen. Und das ist jetzt eine Umbenennung, weil es eh wurscht ist, ob ich I1 oder I2 schreibe. Jetzt schreibe ich einfach, das ist I.
So, wie groß ist dieses I jetzt also? Dieses I ist gleich Ohmsches Gesetz, wichtig, U0 dividiert durch unser R hier. Das sind also 11 Volt dividiert durch 11.000 ein Tausendstel, ja, kommt außer 1 Milliampere, ein Tausendstel Ampere, Rinder, okay? Jetzt rinnt da 1 Milliampere, war gar nicht so schwer, ne? Okay, jetzt rinnt da 1 Milliampere, rinnt hier 1 Milliampere, jetzt können wir praktisch U1 ausrechnen. Ja. U1, weil es gilt ja auch hier das Ohmsche Gesetz, ja. U1 ist also mein I multipliziert mit R1. Sehr logisch, nicht? Das heißt, das ist 1 Milliampere mal 1000 Ohm sind ein Tausendstel mal 1000, 1 Volt. Schau es an, es kommt raus. Genau das, was wir gemessen haben. Ja, es kommt heraus. Ja. U2 machen wir auch, rennt auch als I durch. Ja. Und das ist jetzt mal R2. Okay. Das ist wieder 1 Milliampere mal und diesmal 10.000 Ohm. Ein Tausendstel mal 10.000 sind 10. 10 Volt. Genau das, was wir gemessen haben. Das ist jetzt hoffentlich keine große Überraschung, dass die Theorie mit der Praxis übereinstimmt. In vielen Fällen ist es so, sonst ist die Theorie falsch oder die Praxis falsche Anwendung. Egal, ja, so funktioniert das. Warum machen wir das jetzt überhaupt? Ich meine, das war jetzt nicht sehr schwer. Ne? Jetzt schauen wir mal, was hier, wenn ich jetzt einfach einsetze. Ja, wenn ich jetzt einfach einsetze. Das heißt, mein I, ja, hier oben, ja, mein I ist gleich U0. Dividiert durch R1 plus R2. Stimmt, gell? R ist R1 plus R2. Das ist. Ja. Das heißt, mein U1, schauen wir sich das an. U1 ist gleich U0 dividiert durch R1 plus R2. Das ist das I. Mal R1. Und das U2 ist U0 dividiert durch R1 plus R2. Das ist wieder das I. Mal R2. Und jetzt dividiere oben und unten dividiert durch U0. Okay. Das heißt, mein U1 zu U0 ist gleich. Und da rühm bleibt mir über R1 dividiert durch R1 plus R2. Und hier haben wir U2 dividiert durch U0 ist gleich R1, R2 natürlich, R2 da. Ist ja falsch. R1 plus R2. Das ist die sogenannte Spannungsteilerregel. Und jetzt kann ich nur weitergehen. Jetzt kann ich nur weitergehen. Ich dividiere die zwei Gleichungen durch. Ich dividiere die linke Seite U1 zu U0. Dividiert durch U2 zu U0. Und dann muss ich halt die rechte Seite auch dividieren. R1 dividiert durch R1 plus R2 dividiert durch R2 dividiert durch
R1 plus R2. Und wie ist das mit so einem Doppelbruch? Da können wir ja das, was da überall im Nenner steht, das können wir wegkürzen. Back, back. Ja? Und das kürzen wir da rümarig. Back, back. Und auf einmal steht da U1 zu U2 ist gleich R1 zu R2. Das sind Regeln hier. Ja? Das sind die Spannungsteilerregeln. Das ist jetzt, das schaut jetzt nicht nach viel aus, ja? Aber mit diesen sind wir schneller. Okay? Hast du gehört? Geht schneller. Warum? Es ist nämlich, schauen wir uns das an, das Verhältnis von U1 zu U2, also diese Spannung im Verhältnis zu dieser Spannung, ist genauso groß wie das Verhältnis der Widerstände, also dieser Widerstand zu diesem Widerstand. Ja? Und hier sehen wir, hier haben wir ein 10.000, jetzt haben wir 10.000. Das heißt, der ist ein Zehntel so groß wie der. Das heißt, die Spannung ist ein Zehntel so groß wie die Spannung. Ping! Es ist nur eine Ähnlichkeit. Ja? Es kommt nur auf das Verhältnis der Widerstände an. Ich brauche dieses ganze Zeug mit Ausrechnen und I und so weiter. Brauche ich nicht. Ja? Ich schaue auf den Spannungsteiler hin, sehe das Widerstandsverhältnis, die Spannungen teilen sich entsprechend dem Widerstandsverhältnis auf. Und was ist da? Genau das Gleiche. Hier steht U1, das ist die Spannung, im Verhältnis zu der großen Spannung, ja, ist gleich der Widerstand im Verhältnis zum Gesamtwiderstand. Wieder Widerstandsverhältnis, Widerstandsverhältnis, oh da, genauso. U2 im Verhältnis zur großen Spannung ist so wie R2, dieser Widerstand, im Verhältnis zum Gesamtwiderstand. Back, back. Immer nur die Verhältnisse angesehen. Ja? Das reicht. Ja? Und wenn man sieht, 11 Kilo, 11 Volt, ja? 1 zu 10 aufgeteilt, hallo, ja? Sind wir schon fertig. Man braucht das nicht. Ja? Aber wenn man es weiß, dann kann es eine Hilfestellung sein. Okay? Obacht, das gilt für den unbelasteten Spannungsteiler. Also wenn da hinten nichts da hängt. Weil da man sagt, okay, jetzt teile ich die Spannung, jetzt brauche ich nicht 11 Volt, jetzt brauche ich 10 Volt, jetzt mache ich das und da hinten versorge ich noch irgendwas, dann rinnt er da ein Strom weg und dann gilt das nicht mehr, das I. Und das I, das kann dann nicht mehr... Das ist dann ein... Aber im unbelasteten Fall, ja, oder wenn da nur echt wenig wegrinnt im Vergleich, kann man das machen. Ja? Spannungsteiler. Kommt relativ häufig vor, muss man sagen. Ja, ist eine wichtige Basisschaltung. Ja? Also die Dinger da, die kastel ich jetzt rein. Das sind die Spannungsteilerregeln und wir haben die jetzt einfach so hergeleitet mit unserem Wissen. Spannungsteilerregel. Spannungsteiler. Eine wichtige Grundschaltung. Eine andere wichtige Grundschaltung werden wir auch noch kennenlernen, ja, die sogenannte Brückenschaltung. Ich bin ein Mensch, der Brücken baut. Ich bringe euch die Brückenschaltung bei. Brückenschaltung. Was das ist, ja, und wozu man das brauchen kann, das werden wir beim nächsten Mal besprechen. Diesmal ist es um Spannungsteiler gegangen, nächstes Mal Wheatstone'sche Brückenschaltung. Ja. Für dieses Mal danke ich für die Aufmerksamkeit. Wiedersehen.